Hallo, vielen Dank für das Interesse. Auf vielfachen Wunsch wird hier noch einmal die Weltformel hergeleitet, und zwar diesmal anhand der wissenschaftlichen Erklärung von Materie. Zunächst zu den bisherigen Forschungserkenntnissen. Die letzten wichtigen Forschungserkenntnisse bezüglich Materie und Teilchenphysik gab es in den 1930er Jahren. Dies war die Identifizierung von fünf Zerfallsprodukten, die nacheinander beim Protonenzerfall in der Atmosphäre auftreten. Später wurden die einzelnen Zerfallsreaktionen bestätigt und auf sechs erweitert. Die kleinsten Zerfallsprodukte wurden als Elektronen und Positronen erkannt. Es wurden allerdings nicht die Schlussfolgerungen gezogen, dass diese per Definition die einzigen Elementarteilchen sind. Später wurde durch Streuexperimente bestätigt, dass Protonen aus mehreren einheitlichen Teilchen bestehen, die zum Zentrum zunehmen, was konform zu den Elektronen-Positronen in der Bindungsstruktur des Protons ist. 1964 hat man sich dann ohne den kleinsten Anhaltspunkt virtuelle Quarks und virtuelle Gluonen als Bestandteil von Protonen ausgedacht. Die real beobachteten Forschungserkenntnisse wurden einfach ignoriert. Das heißt, es handelt sich bei der Quark-Gluonen-Theorie laut Definition um Antiwissenschaft. Danach durfte bei Kollisionsexperimenten nur noch nach Quarks und Gluonen geforscht werden. Es wurden aber über 50 Jahre lang nur die bereits entdeckten Zerfallsteilchen nachgewiesen, was nicht publiziert wurde. Das Ausdenken von Theorien wurde durch eine entsprechende Fördermittel- und Anerkennungspolitik zu der wesentlichen Aufgabe in der Physik gemacht. Die Erforschung der Realität hat bis heute in der Physik dagegen keinen Stellenwert. Dadurch ist es unweigerlich dazu gekommen, dass derzeit nur ein sehr kleiner Anteil der Physik der Realität entspricht. Zu den Technologien. Große Technologieprojekte, die auf Basis von Theorien konzipiert wurden und werden, sind von vornherein zum Scheitern verurteilt, wie zum Beispiel Teilchenbeschleuniger und Kernfusionstestanlagen. Hohe Anerkennung gebühren Ingenieuren, die funktionierende Technologien nach Erfahrungen entwickelt haben. Allerdings mussten fast alle Technologien mit irrealen Theorien anstatt mit realer Physik erklärt werden. Reale Physik erkennt man daran, dass sämtliche Fragen anschaulich, logisch und vollständig beantwortet werden. So wie ich hätte jeder Wissenschaftler durch das Erforschen der Realität auf Grundlage von experimentellen Beobachtungen erkannt, dass alle Vorgänge im Universum vollständig mit zwei klassischen Naturgesetzen erklärt werden können. Somit hätte jeder ohne Probleme die entsprechende Weltformel erforschen können. Nun zu den Regeln der Realitätssuche. Physikalische Realität muss konform zu sämtlichen Beobachtungen sein. Physikalische Realität muss eindeutig, konkret, anschaulich, logisch, widerspruchsfrei und unwiderlegbar sein. Physikalische Realität darf keine Theorien, Hypothesen, Interpretationen oder sonstige Annahmen enthalten. Nun zur wichtigsten Frage des Universums. Durch das Lösen einer einzigen Logikaufgabe kann jeder in Erfahrung bringen, was Materie ist, und fast jeder hätte daraus die Weltformel schlussfolgern können. Die Frage lautet, wie ist Materie aus nichts entstanden? Da nur eine einzige Antwort möglich ist, ist die Antwort Realität. Physikwissenschaftler haben bereits die grundsätzliche Lösung gefunden. Ausschließlich Materie-Antimaterie-Teilchenpaare können aus nichts entstehen. Allerdings wurde der Unterschied von Materie und Antimaterie nicht erkannt. Dazu hat man sich wieder eine Theorie ausgedacht, und zwar über virtuelle positive und negative Ladungen, was sich aber nur mathematisch aufhebt. Obwohl Physiker die einzige reale Eigenschaft mit entgegengesetzten, sich aufhebenden Energien kannten, durften sie nicht von der Theorie abrücken, so dass ihnen die Lösung und damit die Entdeckung der Weltformel verwehrt wurde.
Es sind entgegengesetzte kugelsymmetrische Selbstrotationen, das heißt Spinenergien. Das heißt, die einzige mögliche Lösung ist, dass Materie aus Materie- und Antimaterieteilchen entstanden ist, die entgegengesetzte Spinnrichtungen haben. Solange sich die Spinnenergien vollständig überdecken, heben diese sich physikalisch zu nichts auf. Wenn sie sich entlang der Spinnenachse separieren, wozu keine Energie notwendig ist, ergeben sich getrennte Spinnenergien. Noch eine Anmerkung: Im Universum gibt es viele extrem unwahrscheinliche Vorgänge, aber niemals physikalisch unmögliche Vorgänge. Deshalb braucht man nur auf die physikalische Möglichkeit der Materieentstehung zu achten. Es gibt noch zusätzliche Erkenntnisse. Da Materie im Universum gleich verteilt ist, sind die Spinnenergiepärchen gleich verteilt im gesamten Universum entstanden. Da die Dichte der Materie konstant bleibt, ist das Volumen des Universums auch konstant. Sobald das Universum gefüllt war, stoppte die Generierung, da die Energiekonstanz während der Separierung durch Stöße gegen andere Spinnenergien nicht erfüllt war. Damit ist auch die wichtige Frage beantwortet, warum die Materiegenerierung wieder aufgehört hat. Das Auslösen der Materieerzeugung kann man als einzigen spontanen Vorgang im Universum erklären. Dieser ist hier physikalisch möglich, da dies der einzige Vorgang ist, für den keine Aktivierungsenergie erforderlich ist. Teilchen mit entgegengesetzten Spinnrichtungen sind identische Teilchen, da die Spinnrichtung von der Ansichtsrichtung abhängt. Es gibt also nur Elektronen. Die Generierung von Materie aus Nichts ist das fundamentale Axiom der Weltformel. Daneben gibt es jetzt noch zwei Naturgesetze der Weltformel. Das erste lautet: Die Spinnenergien versuchen seit ihrer Generierung von ihrem energetisch angeregten Zustand wieder auf ihren Grundzustand zu gelangen, das heißt, sich durch Überdeckungen zu nichts auszulöschen. Da die generierten Spinnenergien sehr selten exakt an den Spinnachsenpolen kollidierten, um sich vollständig auszulöschen, ereigneten sich hauptsächlich seitliche Zusammenstöße mit teilweisen Überdeckungen. Stabile seitliche Teilüberdeckungen der Spinnenergien werden als Bindung bezeichnet. Andere Bindungen gibt es nicht im Universum. Das zweite Naturgesetz ist das bekannte Energieerhaltungsprinzip hier in einer besonderen Form. Alle Interaktionen erfolgen so, dass die Gesamtenergie dabei permanent konstant bleibt. Die Gesamtenergie ist die Summe aus Spinnenergien und der Summe aus Schwingungsenergien. Das heißt, andere Energien gibt es nicht im Universum. Nun zu den vier universellen Interaktionen. Es gibt ausschließlich vier Interaktionen im Universum, die zur Aktivierung immer eine Teilchenkollision erfordern. Welche Interaktion erfolgt, ist durch die stoßenden Teilchen, durch die Stoßstelle und die Stoßenergie determiniert. Zunächst nochmal die Bindungsbildung. Weitere wichtige Informationen dazu sind: Einmal wegen der höheren Überdeckung werden die Spinnachsen und Drehrichtungen bei einer Bindung gleich ausgerichtet, das heißt Positronen werden zu Elektronen. Dies erklärt, warum es kaum Antiteilchen im Universum gibt. Bei einer Bindungsbildung wird aufgrund der Energieerhaltung die Beschleunigung zur minimalen Spinnenergie nicht sofort gestoppt, sondern zunächst nur gebremst. Nach dem Stopp wird dann in die entgegengesetzte Richtung beschleunigt und so weiter. Es entsteht so die einzig mögliche symmetrische Streckschwingung bei jeder Bindung. Spinnenergie und Stoßenergie werden somit in Schwingungsenergie überführt. Bindungsbildungen verbrauchen daher nutzbare kinetische Energie, das ist die Stoßenergie. Damit die Bindung aufgrund zu hoher Schwingungen nicht wieder bricht, erfordern Bindungen möglichst niedrige Stoßenergien bzw. Temperaturen. Die zweite Interaktion ist die Bindungsspaltung.
Bildungen am gleichen Teilchen oder bei starken Stoßenergien können Schwingungen so groß werden, dass eine Bindung bricht. Beim Bruch einer Bindung werden entstehende Spaltteilchen aufgrund der Streckschwingung mit gleicher kinetischer Energie in entgegengesetzte Richtungen katapultiert, das heißt emittiert. Die Schwingungsenergie der gebrochenen Bindung wird also in nutzbare kinetische Energie überführt. Bindungsspaltungen sind die einzigen Reaktionen, bei denen nutzbare Energie generiert wird. Nun zur Reflexion. Falls es nach einem Teilchenstoß aufgrund einer Erhöhung der Spinnenergie sofort zur Umkehrbewegung kommt, erfolgt eine sofortige Wiederabspaltung, die als Reflexion bezeichnet wird. Das ist zum Beispiel der Fall, wenn Materieteilchen auf Antimaterieteilchen stoßen. Fast bei jedem Stoß kommt es allerdings zunächst zum teilweisen Angleichen der Spinnrichtungen, sodass es nur eine Frage der Zeit ist, wann Antimaterie zu Materie wird und sich bindet. Schließlich die Durchdringung. Falls ein Teilchenstoß so energiereich ist, dass kein Umkehrpunkt der Überdeckungsbewegung erreicht wird, erfolgt eine Durchdringung. Durchdringungen bremsen die Geschwindigkeit, sodass die Geschwindigkeit eines Objektes von der Dichte der durchdrungenen Teilchen abhängt, was fast immer allgegenwärtige Photonen sind, aber auch Kraftfelder. Die kinetische Energie wird dagegen nicht bei Durchdringungen beeinflusst. Ab einer Energie, die spezifisch für jedes Teilchen ist, ist die Geschwindigkeit von kleineren Teilchen, wie zum Beispiel Elektronen, Photonen und Protonen, aufgrund von Durchdringungen konstant. Zum Fazit: Naturwissenschaftliche Forschung darf nicht bei der Beschreibung einer Beobachtung aufhören, sondern erst bei der vollständigen Erklärung der Beobachtung. Theorien dürfen nicht vor umfangreicher Realitätsprüfung als Physik anerkannt werden. Solange eine Behauptung nicht vollständig wissenschaftlich erklärt werden kann, ist es sehr unwahrscheinlich, dass die Behauptung der Realität entspricht. Mit den 4 von der Weltformel vorgegebenen Interaktionen kann fast jeder sämtliche Vorgänge im Universum vollständig, logisch und anschaulich beschreiben und erklären. Vielen Dank für das Zuhören.